Ich würde ja auf der Seite des Erkenntnisgewinns arbeiten. Ich wurde immer gefragt, ob ich denn dann auch in der Uni bete. Religion ist ja so ein menschgemachtes Ding. Lass die Religion doch mal weg und wir beginnen noch mal von Neuem. Wenn ein Christ vom Wort Gottes spricht, meint er im Idealfall nicht die Bibel? Je nach Fragestellung, Methode, kann man da ja alles rausbasteln. Brauchen wir die Kirche? Also warum überhaupt? Das kann ich alles so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich muss kurz lachen, Tatsache, weil das schon ziemlich provokant ein bisschen ist. Ja, ist ja gut und schön, aber jetzt müssen wir aufpassen, wo unser Erkenntnisgewinn hingeht. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koalion zu einer neuen Folge von den Würfelphilosophen. Wir sprechen heute wieder über ein sehr strittiges Thema. Wir sprechen über Glaube gegen Wissenschaft oder mit Wissenschaft oder um die Wissenschaft herum oder andersrum oder wer weiß das auch schon alles. Das werden wir vielleicht heute ein bisschen ergründen. Mit mir heute wieder dabei natürlich die üblichen Verdächtigen, der Alex und der Zeitiger und der Jonathan. Aber wir sind heute nicht alleine. Wir sind heute nämlich fünf. Und zwar haben wir Verstärkung in Form von Sierra, die zu dem Thema mit uns zusammen sprechen wollte und eine Lanze brechen wollte für die Wissenschaft. Und, genau. Hallo Sierra. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Genau. Für die, die dich nicht kennen, Sierra, wer bist denn du und was hast du mit Glaube und Wissenschaft zu tun? Erstmal das Erste. Wer bin ich? Ich bin 30 Jahre alt, Master of Science in Materialchemie. Das ist ein Hybrid aus Chemie und Materialwissenschaften. Komme aus dem Westen Deutschlands und bin hier quasi jetzt die Wissenschaftsfraktion, obwohl so alleine bin ich ja gar nicht, habe ich gerade gehört. Sehr ein gemischtes Feld, sehr schön. Und ja, die zweite Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. alles gut. Ja, für die, die unseren Podcast hier nur in dieser Folge hören und uns gar nicht richtig kennen, können wir die anderen kurz auch nochmal einordnen für euch. Wir haben darüber eine eigene Folge gemacht. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal reingucken in die allererste Folge zur Gretchenfrage. Aber mal ganz kurz einzuordnen. Alex, wo zieht es dich hin? Wie stehst du zu den beiden Begriffen? Ich selbst komme ja aus dem heidnischen Osten. Bin da aufgewachsen und sozialisiert worden, auch nicht von den religiösesten Parteien. Habe dann einen Master of Science gemacht, also ich bin dann auch eher die Wissenschaftsfraktion, wobei ich mich auch mit gesellschaftlichen Themen befasse, was ja die Religion auch einschließt, beziehungsweise die verschiedenen Werte und Normen, die sich darunter befinden, und bin dann schlussendlich auch beim Klimaaktivismus gelandet, wo es ja auch viel um Vertrauen, Zuversicht und Zugehörigkeit geht. Und der Zeitjäger? Im tiefsten Bayern verwurzelt zu sein, heißt eigentlich normalerweise katholisch zu sein. In dem Fall ist es aber nicht der Fall, weil ich aus einer evangelisch-stämmigen Familie stamme, aber selber auch wieder ausgetreten bin. Und ich habe selber auch einen Master in Science gemacht, nur in dem Fall in der Informatik, und gehöre so gesehen eher irgendwo zu den Geisteswissenschaftlern irgendwo dazu, weil die bauen ja eher Gedankenkonstrukte als was real Messbares. Aber das ist ein anderes Thema. Und Glaube. Ich beschäftige mich mit Glauben, in Rollenspiel, aber ich selber kann damit nur eher anekdotisch anbinden, dass ich verstehe, was die Leute sich darunter vorstellen, aber es ist für mich kein Verknüpfungspunkt, wo ich selber sage, daran möchte ich auch glauben. Jo, und unser Experte für das Thema Glaube ist unser Haus- und Hofpastor für diesen Podcast, der Jonathan. Ja, moin. Ich bin Pastor und jetzt muss ja gleich das erste Mal dazwischengrätschen, denn für mich ist Glaube und Wissenschaft überhaupt kein Widerspruch. Denn unter anderem bin ich auch studierter Theologe. Also ich habe in Münster und Göttingen studiert. Da kann man auch ganz viele andere Sachen studieren, unter anderem eben auch Theologie.
und ich habe ein sogenanntes kirchliches Examen, weil, um in den Pfarrdienst zu kommen, die Landeskirche oder im Auftrag der Landeskirche ProfessorInnen der Theologie die Prüfungen abnehmen. Das ist aber also auch ein staatlich anerkannter Abschluss. Das kann man sich quasi nochmal ausstellen lassen. Das Äquivalent ist dann ein Diplom. Heutzutage wäre es ein Master, aber ich habe halt schon mein Examen ist ein paar Tage her. Deswegen wäre ich also sozusagen in der freien Wirtschaft, könnte ich mich irgendwo bewerben als Diplom-Theologe. Ja, und für mich steht das, ich kenne mich im Bereich Glauben aus, bin selbst natürlich auch evangelischer Pastor und glaube auch an Gott, aber für mich ist es halt kein Widerspruch. Und aus diesem Grund freue ich mich tatsächlich besonders auf die Diskussion heute und bin ganz gespannt. Ja, das hast du ja schon mal ganz viel angeteasert, irgendwie mit Widerspruch und so. Und der Titel sagt ja auch Glaube gegen Wissenschaft. Ja, ich würde ganz gern mal fragen, wie kommt es denn zu diesem? Also ich glaube, das ist eine ziemlich allgemein vertretene Ansichtssache, wenn man so Leute auf der Straße oder so fragen würde, so vor die Wahl stellen, so Glaube oder Wissenschaft, dann hätten da eigentlich ganz viele Leute gar kein Problem mit, irgendwie, dass da ein Oder zwischensteht oder ein Gegen oder sowas. Weil diese Begrifflichkeiten Glaube und Wissenschaft oft gegeneinander verwendet werden und viele Leute, glaube ich, das Gefühl haben, dass sich das ausschließt oder so. Und ähnlich ist ja auch Sarah hier in diesen Podcast reingerutscht mit einem ähnlichen Gedanken. Vielleicht magst du mal was dazu sagen oder so. Ja, ich glaube, ich habe so eine steile These aufgestellt, wie ich würde ja auf der Seite des Erkenntnisgewinns arbeiten. Habe ich so ganz platt, glaube ich, gesagt. Mich aber mittlerweile auch eines Besseren belehren lassen. Nämlich habe ich ein schönes Gespräch gehabt mit jemandem, der auch evangelische Theologie studiert und habe mir dann erklären lassen, wie feingliedrig ihr im Sinne von die Leute auf der theologischen Seite, die Theologie studieren, all die Quellenlagen denn ja, in kleinste Teile zerreißt, will ich jetzt nicht sagen, aber ausgrabt und am Ende sehr genau wisst, wo die Grenzen aufzuzählen sind. Und das, ich fand es unglaublich spannend, als mir das erklärt wurde, was das für eine archäologische Meisterleistung da gemacht wird und was für eine Quellenaufarbeitung. Und dass sie alles auf links dreht und zwar wahrscheinlich so sehr auf links dreht, dass da wahrscheinlich Leute auch, die tiefgläubig, so würde ich es einfach mal jetzt behaupten, in so ein Studium gehen, sich irgendwann die Frage stellen müssen, also einfach die Glaubensfrage stellen müssen und zweifeln. Also. Ist das gerade, während du geredet hast, noch eingefallen, die Leute, die zum ersten Mal zuhören, kennen mich ja noch gar nicht vielleicht. Also ich bin ja nur der Moderator, ich habe auch studiert, aber nie zu Ende. Also ich habe nichts, ich habe Abitur. Hallo. Ja, also ich lasse mal die Leute mit Ahnung reden. Deswegen gebe ich den Ball doch mal direkt zurück an den Jonathan. Und was die Sarah jetzt gerade so schön beschrieben hat, so mit was die Theologen da eigentlich tun, das müssen wir jetzt ja nicht bis ins kleinste Detail irgendwie ausbrezeln, weil sonst sitzen wir hier morgen früh noch. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen unterfüttern. Was macht denn so ein Pastor, wenn er an seine Ausbildung geht? Oder was macht jemand, der Theologie studiert, denn im evangelischen Raum? Also im evangelischen landeskirchlichen Raum, du hast gerade gesagt, was macht ein Pastor, wenn er in seine Ausbildung geht? So, wenn jemand Theologie studiert, dann macht er noch keine Ausbildung zum Pastor, sondern dann wird er erstmal Theologe. Das ist das Erste. Ich wurde immer gefragt, ob ich denn dann auch in der Uni bete oder so. Und wenn ich etwas, was ich wirklich nie gemacht habe, ist in einem Hörsaal zu sitzen und ein Gebet zu sprechen oder Ähnliches. Sei denn irgendwie das Frömmste, was passiert, ist, dass einem ein Dozent fröhliche Weihnachten, gesegnetes Weihnachtsfest, gutes neues Jahr und gesegnete Ostern wünschte.
Ansonsten gilt ja in Deutschland überall die sogenannte Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, diese Bereiche sind sehr voneinander getrennt. Natürlich hat man Überzeugungen und auch einen Glauben, der einen antreibt in der ganzen Geschichte. Aber es ist tatsächlich ein sehr feingliedriges Studium. Und was sozusagen ein Dozent glaubt, das erfährt man nicht im Hörsaal, sondern im Universitätsgottesdienst, wo die Person dann als predigende Person auf der Kanzel steht. Und ganz kurz, was macht man? Die Theologie ist differenziert in verschiedene Fächer, nämlich in Altes Testament. Da analysiert man den vorliegenden hebräischen Text des Alten Testamentes. Dann gibt es das Fach Neues Testament. Da geht es eben ja, um das Neue Testament. Damit hat man schon zwei Grundvoraussetzungen, die man überhaupt erstmal erfüllen muss. Nämlich Griechisch übrigens, ne? Ja, Griechisch und fürs Neue Testament und Hebräisch fürs Alte Testament muss man dann lernen. Und dann gibt es Kirchengeschichte, da braucht man dann ab und an Latein. Und dann gibt es die sogenannte systematische Theologie. Das ist sozusagen der Versuch, diese einzelnen Dinge philosophisch zu durchdenken. Da gibt es einmal die sogenannte Dogmatik, die sich mit Glaubensvorstellungen und Lehrsätzen und Ähnlichem beschäftigt. Und das Thema Ethik. Das ist der zweite große Bereich der systematischen Theologie. Und in der Ethik oder in der Systematik überhaupt zum Beispiel, man findet ja, was weiß ich, was sagt denn Jesus zu Autos? Ja, gar nichts, gab noch keine. Man muss also sozusagen Regeln festlegen oder sich Gedanken machen, wie man aus der Bibel heraus argumentierend zu Problemen, die es zum Beispiel damals noch überhaupt nicht gab, etwas sagen kann. Und das ist sozusagen Aufgabe der systematischen Theologie, die versucht, das Ganze in ein System zu gießen, dass kohärente Aussagen möglich sind. Und als letztes gibt es die praktische Theologie. Da geht es vor allem um alles, was dann tatsächlich mal mit dem Beruf zu tun hat, nämlich Wissenschaft vom Predigen, also wie predigt man verantwortungsvoll, wie predigt man so, dass bei den Leuten was ankommt. Wenn ich Leute immer nur von der Kanzel runter beschimpfe, dann gehen die Leute raus und kommen nicht wieder, zu Recht. Wenn ich den Leuten immer nur erzähle, wie toll sie sind, finden sie es irgendwann auch langweilig. Und dann ist die Frage, wie gibt man eigentlich Religionsunterricht? Oder wie funktioniert Seelsorge? Da hat man dann viel mit Sozialwissenschaften zu tun oder mit Germanistik im Sinne von Rhetorik oder so. Psychologie. Was? Psychologie. Ja, Psychologie auch. Also was gibt es überhaupt für Menschen? Worauf reagieren die wie und so weiter? Also man merkt, man hat irgendwie für jeden was dabei. Leute, die gern Texte lesen, Leute, die gern philosophieren, die sich mit Geschichte auskennen und so weiter. Und es ist also sehr vielseitig tatsächlich. Und innerhalb dieser einzelnen Disziplinen geht es tatsächlich immer um wissenschaftliche Argumentationen, um kohärente Aussagen, also dass das quasi, dass das Sinn ergibt und dass man möglichst versucht zu überprüfen. Also man guckt eben im Alten Testament, was gibt es denn für Varianten von diesem Vers und welche ist die wahrscheinlichst ursprünglichste? Und dann guckt man, was kann das denn bedeuten? Und im Neuen Testament läuft das ganz genauso. Und die Quellenlage ist erstaunlich gut. Also man hat halt Schriftstücke, die sind datierbar mit irgendwelchen, wie heißt das, Radio-irgendwas-Methoden auf das erste Jahrhundert. Was? Radiokarbon-Methoden und so auf das erste Jahrhundert nach Christi Geburt. Die sind also, sagen wir, 50 bis 100 Jahre nach Jesu Geburt aufgeschrieben worden. Das ist für ein historisches Ereignis eine ziemlich krasse Quellenlage. Die älteste Form von De Bello Gallico, auf dem unsere säkulare Geschichtsschreibung beruht, die wir noch haben, ist ungefähr 1000 Jahre nach den Ereignissen die älteste schriftliche Form.
Und niemand käme auf die Idee, sozusagen die geschichtliche, sozusagen die Eroberung Europas anzuzweifeln. Das heißt, also wir bewegen uns mit wissenschaftlichen Methoden in einem recht gut dokumentierten Bereich. Und das habe ich tatsächlich vor der Sendung nochmal nachgelesen, dass ja alle Wissenschaft im westeuropäischen Raum oder überhaupt im europäischen Raum ursprünglich aus der Theologie hervorgegangen ist. Weil früher hat man Mathe gelernt und Theologie und noch irgendwas. Also Jura, stimmt, genau. Aber Universitäten waren im Prinzip eine kirchliche Erfindung, weil die Kirchen gesagt haben, die Leute müssen Wissen lernen. Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung, der Schlüssel überhaupt. Das ist ja eines der Kernprinzipien der Reformation, dass die Leute überhaupt erstmal gelernt haben, so einen Text zu lesen, damit ihnen nicht irgendein Priester was erzählen konnte, was er gerade toll fand. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, schon sehr viel geredet und konnte vielleicht ein bisschen aufklären, dass zumindest das Theologiestudium ein wissenschaftliches ist. Und eine Sache, ein Verweis auf die erste Folge sei mir noch gestattet. Und ich glaube, deine Frage, Koali, hängt damit zusammen. Wenn man die Leute fragt, sozusagen bist du Team Glaube oder Team Wissenschaft, dann ist ganz entscheidend, dass die meisten Leute beim Team Glauben, das Wort Glaube oder Glauben, das Verb, mit für sich mit für wahr halten übersetzen. Also hältst du etwas für wahr auf der einen Seite, glaubst du es, oder bist du Team Wissenschaft und überprüfst das immer, sozusagen. Also zwischen für wahr halten und Wissen ist sozusagen bei dieser vulgär gesetzten Frage die Alternative. Aber ich habe in der allerersten Folge gesagt, Glaube ist für mich vor allem Vertrauen, hat mit für Wahrheiten bestimmter Dinge für mich relativ wenig zu tun. Das ist eben nur eine Facette dieses Wortes Glauben. Glauben kann ja auch heißen meinen oder hoffen oder befürchten oder so. Also das hat ja ganz viele Facetten, dieses Wort. Und deswegen ist es für mich eben so wenig gegensätzlich, weil Glauben mit für Wahrheiten für mich sehr, sehr wenig zu tun hat. Aber ich glaube, dass es daher kommt, dass diese Frage immer mit entweder oder gestellt und auch so beantwortet wird. Ich könnte jetzt ja auch mal direkt zurückfragen an die Sierra oder an die anderen etwas glaubensferneren, den Alex und den Zeitiger. Passt das, was der Jonathan gerade so beschrieben hat, unter eure Vorstellung von wissenschaftlichen Arbeiten? Oder was habt ihr generell für eine Vorstellung von wissenschaftlichen Arbeit? Also um da einfach mal rein zu grätschen, für mich passt das Vorgehen, was der Jonathan gerade beschrieben hat, zu einem wissenschaftlichen und strukturierten Ansatz der Lehre und des Erkenntnisgewinns. Also ich denke, Erkenntnisgewinn ist hier der richtige Ausdruck, weil man natürlich alles, was an Quellen, also für mich hat sich das auch viel so angehört, dass man Quellenanalyse macht, Quellen studiert, fast ja wie man Geschichte studieren würde, halt nur mit religionsgebundenen Texten natürlich. Und da natürlich auch immer, aber jeder, der Wissenschaft betreibt, weiß natürlich auch, es gibt immer Grenzen und immer Grenzen der Datenlage, der Faktenlage. Und jetzt frage ich mich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in meine Wissenschaften gucke, in die Chemie, in die, weiß ich, Physik, Mathe oder was auch immer, dann sehe ich immer, da ist ein großes Feld vor mir. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten für weiteren Erkenntnisgewinn, für weiteres detailliertes Aufklären des Wissens. Also wir reden hier von, Modethema Brennstoffzellen und Kernfusion. Auf der anderen Seite ist dann das Theologiestudium nicht ein rückwärts gerichtetes wissenschaftliches Arbeiten? Und wie viel Erkenntnisgewinn gibt es da noch
ich möchte das nicht schlecht reden. Es kann, wenn jemand mir sagen würde, Erkenntnisgewinn ist abgeschlossen, dann würde ich sagen, okay, das hat ja nichts unbedingt damit zu tun, dass es dadurch schlechter ist, nur weil das Feld erforscht ist. Das hat ja eigentlich damit zu tun, dass man das Feld sehr gut kennt. Nur ich frage mich das halt jetzt einfach mal ganz praktisch. Wie viel Neues gibt es da und braucht es das überhaupt? Bevor ich den Jonathan, der schon vor sich hin hibbelt, antworten lasse, hebt der Alex seine Hand und möchte dazu direkt einen einhaken. Ja, muss kurz lachen, Tatsache, weil das schon ziemlich provokant ein bisschen ist. Also ich glaube, da wird mir der Jonathan auch gleich zustimmen. Also ich hoffe, er wird mir zustimmen. Oder ich hoffe es auch nicht, weiß ich nicht, ich erzähl's jetzt mal. Der Erkenntnisgewinn vom Glaube ist ja ein Zusammenspiel der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wie Glaube aufgefasst wird und definiert wird. Und die Gesellschaft entwickelt sich ja fort. Ich will jetzt nicht sagen weiter, das könnte man ja werten, aber sie entwickelt sich auf jeden Fall fort. Und diese neuen Entwicklungen kann man ja dann wieder reflektieren mit den Werten und Schriften und Normen, die schon festgelegt wurden. Und das ist tatsächlich für mich dann auch eher das, wo ich viel Berührungspunkte von Glaube und Wissenschaft sehe. Ja, dieses Reflektieren, das Auseinandersetzen mit Gegebenheiten neuer oder auch alter Natur, das vielleicht auch nochmal neu verstärken. Da sehe ich eher so die Berührungspunkte. Und es ist auch ein Stück weit ja das, was dann die Philosophie gemacht hat, die ja irgendwie auch sehr viele Berührungspunkte mit der Theologie hatte oder mit dem Glauben, bevor dann irgendwie alles in Logik verlaufen ist. Und genau, das sind so meine Gedanken dazu. Mhm. Aber die Sache ist ja auch letztendlich, jede Erkenntnis spiegelt sich ja letztendlich auch wieder zurück. Also jede neue Erkenntnis verändert dann das bestehende Konstrukt. Deswegen ist es auch mal sehr schwierig, gesellschaftliche Nachwirkungen nachzuweisen, weil letztendlich, wenn eine Erkenntnisgewinn geschaffen wurde, verändert das ja die Basis. Und damit ist dann die Ausgangssituation wieder eine andere, um von dort aus weiterzumachen. Und wenn man so jetzt allgemeine Religion als Rahmen auch sich betrachtet, die Fragestellung ja, ist ja schön und gut, dass Jonathan sagt, effektiv unsere heutigen Universitäten basieren irgendwo auf diesen Lese- und Schreibeschulen der damaligen Zeit. Aber man darf ja auch nicht vergessen, lange Zeit war das auch nicht der Fall so, sondern da wurde es auch ganz bewusst als Machtinstrument genutzt. Wenn zum Beispiel, wenn man sich dann so die arabische Halbinsel anschaut, gerade so in den Zeiten vom 600 nach Christus bis irgendwie 1300 irgendwie, das war so die Blütezeit vom arabisch-persischen Kulturraum. Da war der religiöse Rahmen des Korans effektiv ganz genau darauf gerichtet, dass es im Sinne der Menschen ist, Erkenntnisgewinn zu erlangen. Und es wurde damals ganz bewusst von den damals Herrschenden vorangetrieben, um einfach da auch, und da haben wir das als kulturellen Fortschritt und so gesehen. Und das ist ja auch etwas, worauf wir uns in der heutigen Moderne auch wieder drauf sind, dass unser Erkenntnisgewinn, unsere heutige Wissenschaft ja eigentlich dazu genutzt wird, neues Wissen zu erschaffen. Und im Rahmen unserer Säkularisierung spielt halt die Religion halt mittlerweile eine geringere Rolle. Aber der Erkenntnisgewinn ist halt trotzdem ein Faktor, der ja bis heute nicht abzustreiten ist. Und das sorgt ja auch dafür, dass die WissenschaftlerInnen dann sagen, okay, sollen wir jetzt noch mit China zusammenarbeiten, um wieder in die richtige politische Ecke zu gehen? Wo dann gesagt wird, ja, ist ja gut und schön, aber jetzt müssen wir aufpassen, wo unser Erkenntnisgewinn hingeht. Also das ist dann auch eine Glaubensfrage, wo hört man dann am besten auf? Spannend, darüber nachzudenken. Ich habe mir hier ein Stichwort aufgeschrieben, was ich gleich unbedingt auch da zu diesem, was ihr drei da gerade gesagt habt, noch anbringen will. Aber vorher lasse ich den Jonathan natürlich darauf antworten, auf diese steile These, dass dass Theologie so rückwärts gewandt und eigentlich schon aufgebraucht als ist als Wissenschaft. Quellenbezogen, ja, rückwärts gewandt, nein. Weil wir natürlich diese eine Quelle,
Also hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Übersetzungen ungefähr steht hinter mir im Regal. Diese eine Quelle ist natürlich unsere Hauptquelle. Er redet jetzt von der Bibel, ne? Also genau, Konten, worauf du gezeigt hast, ja. Genau, also ich habe hier ganz viele Bibeln hinter mir stehen. Und die Gesellschaft entwickelt sich, wie hast du es gesagt? Du hast nicht gesagt, du hast nicht, also macht Dinge anders als früher. So, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Denken der TheologInnen. Und ich will das an einem Beispiel mal verdeutlichen. Das Beispiel ist auch in sozusagen der christlichen Theologie hoch umstritten. Das ist zum Beispiel geschlechtliche Identität. Ganz lange hat man gelesen im ersten Schöpfungsbericht, und Gott schuf den Menschen und er schuf sie als Mann und Frau. Bums, fertig. Gibt Mann und Frau und sonst nichts und fertig. Und ganz lange galt das auch so. Irgendwann hat man dann festgestellt, oh, also in der Aufklärung hat man irgendwann versucht, dieses ganze Ding auch außerhalb der heute würde man sagen, Theologen-Bubble zu plausibilisieren. Und hat sich des Naturrechts, also der Philosophie, bedient und gesagt, das ist eine sogenannte Schöpfungsordnung. Man hat versucht, das festzuhalten, weil eben die Bibel als einzige Autorität nicht mehr so am Start war. Heutzutage guckt man dann mal genauer und sagt, da steht nicht Mann und Frau im hebräischen Urtext, sondern da stehen Adjektive, also als männlich und weiblich. Und ich würde dann sagen, das sind zwei Pole einer Ellipse, aber keine Alternativen. Das ist dann eine Auslegungssache. Und es gibt aber eben immer noch Leute, die sagen, nein, da steht Mann und Frau oder dieses männlich und weiblich ist wirklich nur männlich und weiblich. Und so spaltet sich sozusagen die christliche Szene in Leute, die sagen, ja, es gibt Transmenschen und es gibt Leute, die sagen, nein, die gibt es eigentlich nicht, sondern die sind irgendwie krank im Kopf. Und das hat sich aber, der Blick innerhalb der Theologie hat sich verändert, weil man nochmal genau in den Urtext geguckt hat. Weil man genau gesehen hat, okay, da sind Adjektive. Und ein weiteres Beispiel ist in der Josefsgeschichte. Das ist der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wird und dann nach Ägypten und so kommt und da Berater des Pharao wird. Relativ ein tolles Musical davon, ne, für die nicht so bibelfest sind, ne, von Andrew Lloyd Webber. Ja. Dieser Josef trägt, und das Wort ist tatsächlich, der kriegt von seinem Vater einen besonderen Rock, sagt Luther. Aber die Vokabel ist, er kriegt ein Prinzessinnenkleid. Und es gibt ganz viele queere Leute, die sagen, die lesen diese Geschichte als Geschichte eines queeren Menschen, der ein Prinzessinnenkleid kriegt und sich später den sexuellen Avancen der Frau des Pharaos verweigert und deswegen ins Gefängnis kommt. Also so ändert die gesellschaftliche Perspektive den Blick auf die Geschichte. Und deswegen wird es immer wieder neu ausgelegt. Oder anders, man ist mit diesem Buch nie fertig. Sondern man kriegt einen Gedanken und denkt sich, wow, jetzt könnte ich das ganze Buch nochmal lesen in Bezug auf diesen Gedanken. Und es stellen sich immer wieder neue Herausforderungen. Stichwort Klimawandel. Was sagt denn die Bibel zum Thema Umweltschutz? Gar nichts. Weil damals die Menschen sich noch gar nicht vorstellen konnten, dass es irgendwann dazu kommt, dass weniger Ressourcen da sind, als Menschen verbrauchen. Das ist eine Situation, die ist 150 Jahre alt und trotzdem muss eine theologische Antwort darauf geben, wie man vor Gott verantwortet mit dieser Welt umgeht. Das seien jetzt mal drei Beispiele genannt, um zu gucken, wie geht man mit
relativ neuen Herausforderungen mit diesem, also in der Theologie um. Was das für den Glauben heißt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das habe ich versucht, ein bisschen anzudeuten mit, ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die trans sind und Menschen, die schwul sind und lesbisch und asexuell und was auch ich, was weiß ich alles. Denn Gott hat alle Menschen so geschaffen, wie sie sind und fertig. So, das war jetzt die Sache sozusagen, um auch nochmal zu sagen, Theologie muss erstmal noch gar nichts für den Glauben heißen. Sondern in dem Fall hat es ja jetzt deinen Glauben auch beeinflusst, weil ja. du kannst es halt wegen der theologischen Erkenntnis, die gewonnen wurde, auch mit deiner wissenschaftlichen Denkweise in Einklang bringen. Ne? Es gibt auch, das hast du ja auch schon gesagt, es gibt gläubige Menschen leider, die dem nicht folgen können oder die wissenschaftliche Seite vielleicht gar nicht kennen und deswegen einen anderen Glauben noch haben. Ne? Also da ist Glaube vielleicht auch jetzt als Begriff ein bisschen, naja, schwammig, ne? Weil der eine glaubt so, die andere glaubt so. Ne? Das ist da gar nicht so einheitlich. Aber wir haben eine Beitragsmeldung von Alex, der bestimmt zum Thema Klimawandel was sagen will. So viel sagen nicht. Aber eher zum Begriff Nachhaltigkeit, der ist gar nicht so neu. Also hier bei uns in Westeuropa, Tatsache so um die 150, 200 Jahre. Aber der wurde auch schon in, wenn ich mich nicht irre, China vor 2000 Jahren angepackt. Auch in Bezug zu Umgang mit den Ressourcen, nämlich der Fischerei. Dass man da darauf achtet, dass die Fische nicht überfischt werden und man die Bestände auch für zukünftige Generationen und Fischereien bewahrt. Und dann auch noch ein Ansatz zu, was es im Glauben gibt. Ich habe das Buch ja nie gelesen, die Bibel. Ne? Da bin ich jetzt ein bisschen hinterher. Solltest du. ja, ich habe angefangen und dann waren da irgendwie die Leute 800 Jahre alt und ich dachte so, das ist aber komisch. Ja. Wenn ein Kapitel lang kommt man, dann ist es schon schwer. und ich dachte immer, da steht sowas drin mit, du musst die Schöpfung bewahren. Das ist zumindest das Argument, was im Klimaaktivismus genutzt wird, um bei Konservativen Berührungspunkte zu finden. Auch berechtigterweise. Also das ist nur so ein Gedanke dazu. Ein anderer, den ich auch noch rein möchte. Entschuldigung, dass ich einhake, aber hast du es gefunden mit, du sollst die Schöpfung bewahren? Weil es fängt ja an mit der Schöpfung, ne, die Bibel. Also müsstest du da ja schon gewesen sein. Boah, das ist so lange her, Koali. Ich habe seitdem mehr vergessen. Also, nee, mein Gehirn ist ja auch nicht mehr das Jüngste. Was ich noch sagen wollte, ist so ein schönes Zitat von einem leider nicht mehr ernsthaften Menschen, von Ricky Gervais. Der hat mal gesagt, dass wenn man von Wissenschaft und von allen religiösen Schriften alles an Evidenz, die da ist, ob das nun Bücher sind oder Proben oder Schriftstücke oder irgendwelche Tücher, alles wegmacht, das Wissen dazu auch in den Köpfen der Menschen löscht und dann wieder bei Null anfängt, würde man ja schlussendlich auch wieder wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, vorausgesetzt man, also irgendwann kriegt man ja dieselben Innovationen hin oder kommt zu den gleichen Resultaten. Die werden je nach gesellschaftlicher Entwicklung natürlich mal weniger eurozentrisch interpretiert werden und weniger männlich-weiß, aber ganz zum Schluss kommt eigentlich das Gleiche bei rum. Wohingegen das bei den religiösen Schriften ja eher nicht der Fall sein dürfte. Sage ich es mal provokant. Und ich finde ja auch, also Glaube gab es ja dann eigentlich ja schon immer. Und die Bibel oder andere religiöse Schriften kamen ja dann irgendwann und auf die wird sich jetzt berufen. Und da wäre dann so meine Frage, wie findet das denn zueinander, dass es ja noch andere religiöse Schriften gibt, die quasi das Gleiche behaupten vom Glauben ein Stück weit?
Na, es gibt nur einen Gott oder den anderen oder diesen oder so ein Dutzend. Und warum ist ab für uns ja null denn dieser Glaube jetzt relevanter und basierend auf diesem Schriftstück? Und also wer das festgelegt? Und warum gucken wir nicht darüber hinaus oder mal anders? Wäre jetzt so meine Frage, die ich jetzt provokant mal an Jonathan stellen würde. Also wir haben jetzt einiges aufzuarbeiten hier an Fragestellungen. Aber vielleicht dann können wir mal direkt machen irgendwie, Jonathan. Hast du eine Antwort darauf? Warum Bibel und nicht auch, keine Ahnung, Talmud? Das liegt ja einfach daran, die ersten 300 Jahre christlicher Existenz war das Christentum, zuerst war es eine abgefahrene jüdische Sekte. Dann wurde es irgendwann was Eigenes und war aber eigentlich verboten. Also Christen wurden ja verfolgt. Und irgendwann, also ums Jahr 300 rum, wurde das Christentum dann zur Staatsreligion. Weil Konstantin, erster römischer Kaiser, der sich selbst als Christ bezeichnet hat. Das hat also was zu tun mit der Verbindung zwischen Staat und Kirche, die seitdem bestand in Deutschland bis 1918. In der russisch-orthodoxen Kirche besteht diese Verbindung immer noch. Und also das hat sozusagen diesen Grund. Und warum nicht nur das Alte Testament? Weil das Judentum nie in die Position gekommen ist, eine Staatsreligion zu sein. Außer im Staat Israel. Aber da ist es auch keine Staatsreligion, sondern eine der Religionen im Staat. Also manche hätten das gerne, aber es ist de facto nicht. Weil es eben sozusagen kein Oberhaupt gibt, das vom Staat ernannt wird. Anders als in England, wo der jetzige Premier, der praktizierende Hindu ist, beim nächsten Bischofswechsel den nächsten anglikanischen Oberbischof ernennen wird, weil es von der Verfassung von Großbritannien her so vorgesehen ist. Das ist ja letztlich, also die Verbindung von Religion und Staat ist ja nochmal ein Thema. Was die theologische Frage dahinter ist, ist, wie gehen wir mit dem Absolutheitsanspruch um, den das Christentum für sich reklamiert, den auch der Islam für sich reklamiert und den auch das Judentum für sich reklamiert. Was macht man damit? Und das ist ja eine zum Beispiel auch in der Theologie heiß diskutierte Frage. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, darauf zu antworten, die auch alle nebeneinander stehen. Und der eine sagt so und der andere sagt so. Und es ist also alles andere als leicht zu beantworten. Und es gibt auf jeden Fall nicht sozusagen die eine Meinung. Das ist sicherlich, also einer der Hauptunterschiede zwischen katholisch und evangelisch, kann man an dieser Stelle mal sagen, weil die Katholiken die Tradition des Lehramtes kennen. Also wenn der Papst etwas sagt, dann gilt das. Das gibt es bei Protestanten nicht. Da kann jeder und jeder ihre eigene Meinung haben. Das ist vom System so gewollt, das macht es nicht einfacher. Das macht es auch nicht prinzipiell besser, aber auch nicht prinzipiell schlechter. Damit muss man einfach umgehen. Beantwortet das deine Frage ein bisschen, Alex? Das angerissen, ja. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich neue Gedanken habe und Fragen aufkommen, festzustellen, dass sich andere damit schon befasst haben, gerade im Kontext Religion. Aber das ist, glaube ich, eher so ein unconscious bias. Deswegen ja, also definitiv gibt es Ansätze, die ich muss unbedingt mal dieses Buch lesen und andere Sachen, die sich damit beschäftigen.
Aber was ein Aspekt, der mir jetzt noch nicht ganz erklärt scheint, oder vielleicht doch, und ich habe es nicht ganz verstanden, dieses der Erkenntnisgewinn Wissenschaft der Macht. Wir gehen ja raus, nehmen Proben, sammeln Daten und gucken dann basierend auf diesen Daten im Idealfall auf Erkenntnisse, bewerten die so, dass wir möglichst genau die Realität abbilden. Hier und da sind Modelle involviert und Interpretationen von immer noch Menschen. Aber wir beschäftigen uns, zumindest bei der Wissenschaft, aus der ich komme, ne, der Umweltwissenschaft, Böden, Wasser, Biologie, da wird es schon wieder ein bisschen kritischer mit den Aussagen, die ich gleich treffe. Aber das alles ist relativ einheitlich. Ne? Wasser ist H2O, so ein Stein, der ist ein Stein, egal aus welchem Winkel du den anguckst. Religion, ob nun Staatenreligion oder nicht, ist ja so ein menschgemachtes Ding. Und so ein gesellschaftlicher Faktor. Und je nachdem, was ich da für Daten rausziehe, sind die A, mega komplex, weil es geht um soziale Systeme. Und B, je nach Fragestellung, Methode und Interpretation, kann man da ja alles draus basteln. Während so ein Stein ja ein Stein bleibt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich kann es mir denken, auf jeden Fall. Ja. Also, wenn ich mir den Stein angucke, dann ist das ein Stein. Wenn ich auf die atomare Ebene gehe, dann sind das Elektronen und Neutronen und so weiter, die umeinander kreisen. Wenn ich noch weiter gucke, dann merke ich, da ist ganz, ganz viel Luft drin oder ganz, ganz viel Platz zwischen einzelnen Dingen, die sich umeinander bewegen. Und das ist völlig egal, ob das die Luft ist mit ihren ganzen Atomen und Molekülen und noch kleineren Anteilen oder ein Stein. Aber durch die Luft kann ich so fassen oder treten. Wenn ich gegen einen Stein trete, dann tue ich mir weh. Also je detailgenauer ich gucke im physikalischen Bereich, desto mehr merke ich, dass alles irgendwie einzelne kleine Teile sind, aber die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sich so. Also auf den ersten Blick ist der Stein ein Stein und die Luft, ja. Aber das ist sozusagen meine kleine Provokation. Und natürlich hat die Theologie auch einen Gegenstand als Wissenschaft. Aber schon da ist also auch innerhalb der Theologie wieder Definitionssache, womit man sich beschäftigt. Beschäftigt man sich sozusagen mit dem gläubigen Menschen oder mit dem System Kirche oder mit dem Buch der Bibel, mit dem Alten und dem Neuen Testament? Völlig klar ist, dass das, was wir tun, der Kirche dienen möge. Also es ist immer auf den Glauben und die Kirche, also die Gemeinschaft der Gläubigen, bezogen und soll diese auch voranbringen in ihren Überlegungen, in ihrem Verhalten und in ihrem Sein. Vorsicht, ich möchte ganz kurz, damit da keine Missverständnisse jetzt aufkommen. Also ich sehe schon den ein oder anderen Hörer oder Hörerin da draußen, die es möge der Kirche dienen, schon wieder eine Fremdbestimmung der wissenschaftlichen Erkenntnisse sieht und sagt, okay, die sind nicht frei in ihrer Wissenschaft also. Aber so ist es nicht gemeint, was du gesagt hast. Nein, natürlich nicht. Wo du sagst, wenn es mir auf diese Definition, es möge der Kirche dienen, ist 200 Jahre alt. Die hat Schleiermacher vor 200 Jahren gegeben. Das würde man so sozusagen nicht mehr. Ich habe das vorher besser gesagt. Ich habe gesagt, ist auf die Kirche bezogen, weil die Kirche als Institution auch Gegenstand theologischer Fragestellungen und Überlegungen ist. So ist es genauer. Das alles, was der Jonathan jetzt gerade sagt, ist speziell auch in der evangelischen Theologie vorhanden. Also er kann nur dafür sprechen, weil er evangelischer Theologe ist. Und es ist ein Grundsatz der evangelischen Konfession, dass diese Konfession, die Religion, die evangelische Christenheit veränderbar ist.
ein sich ständig veränderndes Konstrukt ist und sich ständig anpassendes Konstrukt. Von daher kann diese religiöse Gruppierung auch sagen, neuer Erkenntnisgewinn, verändere uns bitte und gebe uns Input, dass wir uns anpassen, neu werden. Andere religiöse Konstrukte können das wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel der Islam kann das in der radikalsten Auslegung nicht und auch das Christentum in der radikalsten Auslegung kann das nicht. Aber es war gerade das. Ja, genau. Das ist für mich nämlich jetzt mal ganz neu. Das heißt, wenn man diesen, ich nenne ihn jetzt einfach mal evangelischen Gedanken, dieses Erkenntnisgewinn führt zu Veränderung des Glaubens. Also bisher habe ich jetzt für mich mitgenommen, man müsste in der Theorie Theologie und Religion erstmal voneinander getrennt sehen. Und wenn man diesen evangelischen Gedanken auf die Spitze treiben würde, würde man sagen, lass die Religion doch mal weg und wir beginnen noch mal von Neuem, nur mit der Theologie. Und schälen da erstmal alles an Religion raus oder runter oder, ich sag mal, das Kulturelle erstmal weglassen und würde dann von Neuem anfangen, nur mit den Schriften zu arbeiten, nur diesen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn nochmal von Neuem aufzubauen und dann zu gucken, was heißt das denn für unsere Religion? Wäre das ein radikal evangelischer Gedanke oder ist das Humbug? Jonathan, was ist das? Das ist genau Luthers Gedanke. Er hat gesagt, ad fontes, das Latein heißt zurück zu den Quellen. Also der hat gesagt, die ganze Tradition, die die katholische Kirche aufgebaut hat, das hat sich ja entzündet am Ablasshandel, also an, ich gebe Geld, das Geld im Kasten klingelt, die Seele in den Himmel springet. So ungefähr war der Schlachtruf der Ablassprediger. Man kommt in den Himmel, wenn man genug Geld für den Petersdom spendet. Da hat er gesagt, das geht nicht. Das hat mit biblischer Tradition überhaupt nichts zu tun. So, Luthers Ruf war also zurück zu den Quellen. Wir müssen das im Original lesen können. Deswegen ist es zum Beispiel bis heute so, dass protestantische Theologiestudenten Hebräisch, Griechisch und Latein können müssen. Und katholische Theologen nur Hebräisch oder Griechisch und Latein. Also da merkt man sogar in der universitären Ausbildung, dass der Akzent ein anderer ist. Es ist also sozusagen genau das, was du gesagt hast, ist die Aufgabe von theologischer Wissenschaft. Und ich würde ergänzen, das Ganze, was du forderst da, passiert ständig, würde ich sagen. Zumindest im evangelischen Bereich habe ich das schon so wahrgenommen. Also für die, die mich jetzt noch nicht kennen, und ich habe mich ja eben als nicht ausstudiert vorgestellt, ich habe Theologie studiert, nur nicht zu Ende gebracht. Das, was ich weiß davon, ist, dass da auch radikal teilweise entreligiositiert, also wenn das ein Wort ist, eine entreligiositiert wird, also die Religion rausgestrichen wird. Einfach um mal zu gucken, was das macht. So, das ist ja auch so ein wissenschaftlicher Ansatz. Wir gucken jetzt einfach mal nach, wenn ich das mache und das mache. Also aus der Chemie müsstest du es ja auch kennen, ne? Wenn ich diese zwei Sachen zusammenkippe, gucke ich jetzt einfach mal nach, was das macht. So, und das passiert. Allerdings in der Praxis bei dir zu Ort in der Kirche wird ein ganz, ganz viel davon niemals ankommen, vielleicht. Weil sich das auch durchsetzen muss, was da kommt. Gegen all das, was schon existiert. Und das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, gerade in einer evangelischen Kirche, die demokratisch aufgebaut ist und die vor allen Dingen auf Laien fußt. Also die Leute, die in der evangelischen Kirche das Sagen haben, sind Laien. Ja, also die haben nicht studiert. So, die wissen, was sie im Konfi-Unterricht gelernt haben oder was sie jeden Sonntag in der Predigt hören. So, und die müssen erstmal theologisch informiert, ausgebildet und dann reflektiert und dann entscheiden, dass es sich durchsetzt. Aber das ist ein Prozess, der sehr, 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 sehr müßig ist. Da kann der Jonathan, glaube ich, auch, also jeder, den ich kenne aus dem Pfarramt, kennt diesen Prozess.
Manchmal geht das viel, viel zu langsam und hinkt immer Jahrzehnte hinter dem hinterher, was ist. Und deswegen zum Beispiel auch diese ganze Gender-Sache oder Homosexualität in der Kirche und so, das hinkt Jahrzehnte hinter dem zurück, wo es mal ursprünglich angedacht war. So, und der, das gilt übrigens auch für die für Parteien. Haben wir auch mal in einer Folge gehabt, wo ich dann mir auch darüber ausgelassen habe, dass eben auch so Meinungsfindungen, gerade in Parteienapparaten, genau dasselbe Problem haben, dass man erstmal sich ewig lang durch das System quälen muss, um überhaupt das hinzukriegen, dass irgendwas sich ändert, weil du erstmal gegen alle starren Geister erstmal ankämpfen darfst. Genau. Und da haben es andere religiöse Systeme einfacher, in Anführungsstrichen. Allerdings sind sie dann auch ein bisschen starrer. Ne? Also ich sehe gerade im Islam zum Beispiel, der westlich-europäische Islam versucht, diesen Prozess in Gang zu setzen, mit dem es gibt Wissenschaft, die sich mit den Texten befasst und es gibt Erkenntnisgewinn, der vermittelt werden muss. Und der traditionelle Islam stemmt sich dagegen. Das ist eine ähnliche Situation, wie das Christentum vor 500 Jahren hatte. Ja, Jonas? Wo du den Islam anbringst, das ist ganz spannend. Man spricht ja davon, dass das Christentum eine sogenannte Buchreligion ist. Genau wie Judentum und Islam, weil die dicke Bücher als Grundlage haben. Wenn ein evangelischer Christ und im Idealfall auch ein katholischer Christ und meistens schon nicht mehr so richtig ein freikirchlicher Christ, also ein evangelisch nicht lutherischer, sondern noch weiter abgespalten, ein in einer freien evangelischen Gemeinde oder so. Wenn ein Christ vom Wort Gottes spricht, meint er im Idealfall nicht die Bibel, sondern Jesus. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber für einen ordnungsgemäß studierten Theologen ist die Bibel eine Ansammlung von schriftgewordener Gotteserfahrung, von Geschichten, die Menschen erlebt haben oder gehofft haben oder gehört haben, die mal aufgeschrieben wurde. Und Jesus ist, so glauben wir, die Offenbarung, also wo Gott den Menschen gezeigt haben, wie er gerne hätte, dass sie leben sollten und wie sie aber aus dem ganzen Schlamassel der Existenz im Zweifelsfall gut rauskommen. Ich habe es jetzt ein bisschen flapsig gesagt für die KollegInnen, die zuhören, aber hoffentlich ganz verständlich. Also es ist nicht so, dass die Bibel als Bibel vom Himmel gefallen ist und Gott irgendwem die diktiert hat. Das ist ein weit angenommenes Vorurteil. Deswegen können wir wissenschaftlich die Bibel untersuchen und teilweise einen Vers in verschiedene Entstehungsjahrhunderte einteilen. Ja, das geht. Es gibt einen Dozenten, einen Alttestamentler in Göttingen, der das mit Freude gemacht hat. War immer ein bisschen anstrengend, dem zuzuhören, aber es macht Sinn. Und haben damit überhaupt kein Problem und im Idealfall erweitert es den Glauben um neue Facetten, aber bringt ihn wenig ins Wanken. Wenn man jetzt den Islam nimmt, dann rückt der Koran als geschriebenes Buch quasi religionswissenschaftlich betrachtet an die Stelle, wo für den Christen Jesus steht. Das heißt, der Koran selbst ist das Offenbarte und deswegen tun die sich so wahnsinnig schwer damit, dieses Buch wissenschaftlich zu betrachten. Das ist der größte Unterschied zwischen Christentum und Islam und das macht Teile des Dialogs so schwierig und das macht es denen jetzt so schwierig, das sozusagen sukzessive zu ändern und die Wissenschaft, die Textauslegung auf ein Level zu bringen, wie wir sie haben. Weil das in der Religion so prinzipiell erstmal nicht vorgesehen ist. Und man muss ein sehr, sehr, sehr liberaler Muslim oder Muslimin sein, um den Koran so zu untersuchen, wie man es als Christ mit der Bibel tut.
Ich glaube, das ist aber auch eine Frage des Zeitgeistes der Gesellschaft gerade, weil, wie gesagt, im arabischen Hochkultur war das ja der Fall, dass sie durchaus die Texte freier interpretiert haben und auch so interpretiert haben, wie gesagt, dass sie für die Selbstverwirklichung der Menschen auch primär interpretiert worden sind. Und die Moslems sehen ja uns ja auch letztendlich, also die Leute, die dem Christentum und dem Judentum angehören, ja auch als Brüder und Schwestern und nicht als Ungläubige. Das ist ja auch etwas, was immer gerne aus dem Kontext gerissen werden wird, weil das sind alles Mitglieder der Buchreligionen. Sie sagen nur, ja, die Moslems glauben halt nicht an den Propheten Jesus und wir glauben halt noch weiter über den Propheten Jesus hinaus, aus deren Perspektive eben noch an Mohammed. Während ja wiederum andere christliche Religionen, wie zum Beispiel Mormonen, die sagen, Joseph Smith war der letzte Prophet. Das ist halt immer eine Frage, woran man eben in diesem Fall glauben möchte, welcher Kenntnisstand jetzt der aktuellste ist. Genau, ja, oder der Christ würde Jesus nicht als Prophet bezeichnen, eben, ne, was Jonathan ja gerade sagte. Deswegen hat das auch keinen, also deswegen ist da auch der Erkenntnis, also der biblisch, man könnte den Kanon ja erweitern, das hatte der Alex ja eben gesagt, wer hat das denn mal festgelegt, ne? Und man sagt aber irgendwie, da muss jetzt ein Cut gemacht werden bei Jesus, weil da ist die Offenbarung in dieser Person. Und ich wollte ergänzen eben, in der evangelischen Theologie wird auch dieser Jesus wissenschaftlich auseinandergenommen inzwischen. Ja? Also diesen Schritt haben wir auch schon vollzogen. Und wenn man in die Historie hineinschaut des Christentums und auch des evangelischen Christentums, da gab es auch diese, eigentlich ist die Bibel die Offenbarung und gar nicht Jesus. Also das hatten wir auch schon. Von daher, Sierra, ne, also da ist ein ständiger Wechsel drin. Und ich glaube, der ist auch gut. Und ja, Alex. Ich habe es gelauscht. Und mir ist auch so ein, zwei Gedanken gemacht, wieso ich bei der Klärung meiner Frage nicht ganz so zufrieden war jetzt. Und auch das Lauschen hat mich der Klärung nicht näher gebracht, aber meine Frage war falsch. Meine Frage war eher, sowas wie Glaube gibt es ja jetzt nicht nur in der Theologie oder in den Religionen, es gibt ja ganz viel Glaube. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Glaube fängt an, wo Wissen aufhört. Ja, das war bei dem Wahrheitsgedanken eher, was Glauben anbelangt, was Jonathan vorhin erwähnt hat. Und wir haben ja auch diverse andere Glaubensrichtungen, die auch heute leider Gottes teilweise ja wieder relevanter geworden sind, die sich auch auf irgendwelche Schriften beruhen, ne? Nämlich die Anthroposophie, hat ja Rudolf Steiner hervorgebracht. Als Beispiel, und, ja. Als Beispiel, genau. Ein reines Beispiel. Irgend so ein Mann mal wieder hat sich was ausgedacht und jetzt laufen dem lauter Leute hinterher. Bei Elon Musk passiert das ja auch. Also irgendwas gibt es da wohl, wo man dann glauben möchte auch. Und das ist, glaube ich, das, was mich jetzt, das ist, glaube ich, der Kern meiner Frage. Die Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Warum? Also im Prinzip wollen wir damit auseinandersetzen. Ne? Die Neugierde ist ja da, ist ja was inhärent menschliches auch. Und die einen sagen, ja, ich glaube lieber, oder ich möchte meiner Neugierde nachgeben, und die natürlichen Sachen um mich drumherum verstehen, den Stein bis in die unterste Ebene und darüber hinaus auseinanderklamüseln. Und andere beschäftigen sich eher mit dem Glauben. Warum aber jetzt der Glaube so interessant ist und dieses Konstrukt, was uns ja immer wieder begegnet, mit der Anthroposophie als Beispiel, und auch vielfältig schon oder auch andere Quellen haben könnte. Ja, ob das jetzt Islam, Judentum, indigene Religionen oder ich meine, die Wikinger und nordischen Sachen kommen auch wieder, nehmen Fahrt drauf. Wir könnten uns auch mit Jedis beschäftigen, gibt es ja auch, oder das Flying Spaghetti Monster, das sind ja auch alles Glaubensrichtungen, die teilweise anerkannt sind. Also. Das ist vielleicht eine ganz andere Fragerichtung, aber. Ich bin bekennender Discordianer. Bitte? Discordianer. Ich glaube an die heilige Ehre sind den Zankapfel. Ja, Jonathan hat eben schon ganz blöd gefuchtelt und wollte auf Alex schon direkt was antworten.
Ja, vor 200 Jahren hat ein berühmter Theologe mal gesagt, Religion ist der Geschmack des Menschen für das Unendliche. Das, was Schleiermacher hieß, dieser Theologe, was der gemeint hat, nennen wir heute Spiritualität. Also eine Art Sinn für Dinge, die man nicht begreifen, erfassen kann, sondern die irgendwo jenseits der normal oder also begreiflich erfassbar sichtbaren Dinge laufen. Das gibt es ganz, 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 ganz viel. Das ist sozusagen die erste Stufe. Und in einer Religion oder in einer Religion wird man darüber sprachfähig, weil man sich mit anderen Menschen in einer ähnlich gearteten Terminologie darüber austauschen kann. Weil man feststellt, in der Wissenschaft, ne? Ich bin ja nicht der Einzige, der das so glaubt. Und dann gibt es sozusagen in der Konfession, evangelisch, katholisch, freikirchlich, altkatholisch, um jetzt nur mal im christlichen Bereich zu bleiben, da normiert sich diese Religiosität selber und unterwirft sich bestimmten Regeln oder bestimmten Glaubenssätzen, sogenannten Dogmen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist das für den einen so und den anderen so? Da sagt die Theologie, die christliche, das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben. Das passiert einfach oder passiert nicht. Man ist von etwas ergriffen oder nicht. Ich sehe, wenn ich auf eine bestimmte Brücke gehe hier in meinem Ort und das Wetter gut genug ist, dann sehe ich den Brocken. So eine 100 Kilometer. Und jedes Mal geht mir das Herz auf. Ich merke, wie sich in meiner Brust etwas weitet und finde das also immer berührend. Meine Frau steht daneben und sagt, ja, da ist halt der Berg. So. Das eine berührt mich total und meine Frau überhaupt nicht. Und die Theologie sagt, das ist uns nicht gegeben, sondern kommt von außen. Und wir nennen das als Theologen und als gläubige Christen den Heiligen, das Wirken des Heiligen Geistes, weil es uns selbst entzogen ist. Denn Glaube ist etwas Unverfügbares. Ob ich jetzt schöne Erfahrungen gemacht habe in der christlichen Jugendgruppe. Die eine Person wird irgendwann, weil sie gemerkt hat, Mensch, das, was ich da erfahren habe, hat mir was bedeutet. Die wird irgendwann Jugendleiter oder Diakon oder Pastor. Und die andere Person denkt, ja, Mensch, das war schön damals, aber es ist irgendwie weg. Und vielleicht trete ich auch aus der Kirche. Wir haben es nicht in der Hand. Also die Frage nach dem, warum ist das so, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, die Frage kenne ich auch. Und es ist eben, man kann sich nur begrenzt für eine Religion entscheiden. Mir begegnet das ganz häufig bei Taufgesprächen. Da sagen die Leute, ja, getauft werden soll das Kind, aber später soll es sich dann mal selbst entscheiden. Und meistens heißt das, bis zum Konfirmandenunterricht kriegt das Kind zu Hause nie wieder was von Religion mit. Also, man irgendwie betet nicht vom Essen, vom Schlafengehen oder sonst sowas. Aber wenn ich dann sage, mit 12 und einmal Konfirmandenunterricht, das Kind möge sich jetzt entscheiden, frage ich mich ja immer, auf welcher Grundlage denn? Das ist ein bisschen so, wie wenn ich die ganze Zeit zu Hause Deutsch spreche, dann ein bisschen Englisch habe und dann gefragt werde, welche Sprache ist denn deine Herzenssprache oder so. Nach 3 Englischstunden oder 1,5 Jahren Englisch werde ich wahrscheinlich mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen Deutsch, weil ich es immer wieder gemacht habe. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich auch nicht. Sprich, es ist uns unverfügbar. Und ich halte es für ziemlichen Humbug, sagen zu können, ich kann mich für etwas entscheiden. Ich kann höchstens etwas erleben und auf dieser Grundlage mein eigenes
Leben und Erleben anders deuten als vorher. Aber ich kann 100 Mal in die Kirche gehen und sagen, ich will jetzt unbedingt Christ werden. Es kann sein, dass das funktioniert. Es kann aber auch sein, dass ich nach dem 101. Mal sage, jetzt habe ich es 100 Mal probiert, passiert nichts, jetzt höre ich damit wieder auf. Das ist etwas, mit dem wir als PastorInnen auch immer leben müssen, weil es natürlich allem unserem Überzeugungswunsch auch Grenzen setzt. Ich freue mich immer, wenn jemand sagt, ich bin Christ oder ich will Christ werden, aber ich habe es nicht in der Hand. Und dementsprechend ist auch meiner eigenen Relevanz oder meiner eigenen Aktion dabei Grenzen gesetzt, jemanden zum Christen zu machen. So, ja. Ich hoffe, dass es deine Frage ein bisschen beantwortet hat. Kannst du ja mal direkt sagen, ja, nein, ist sie beantwortet die Frage oder war die Frage wieder falsch? Liegt es an mir oder liegt es an dir? Nee, nicht. Also ja, auch ein Aspekt der Frage definitiv beantwortet. Und ein Aspekt von deiner Antwort würde ich gleich noch aufgreifen wollen, um meine Frage noch zu präzisieren. Ja, aber Sierra wollte da auch noch mal direkt eingerätschen. Also die hat sogar vorher noch mal die Hand gehoben und ganz voll geschüttelt. Und ja, aber ich glaube, ich würde mich da gerne hinten anstellen. Und erstmal die Frage vom Alex abwarten. Das Thema nochmal rund machen. Okay. Oh, dankeschön. Du hast ja gerade ein schönes Zitat gebracht von dem einen Theologen, wo ich das jetzt schon wieder nicht mehr ganz drauf habe. Schleiermacher heißt der, gell? Genau. Mit der Sehnsucht nach der Unendlichkeit. Würde ich, glaube ich, stellvertretend jetzt einfach mal für alle Wissenschaftlerinnen sagen: Ja, auf jeden Fall ist da. Spüren wir auch. Jetzt ist aber das Ding so, du hast ja gemeint mit irgendwie die Exposition zu Religion, die Exposition zu Glaube im Kindesalter kann die Entscheidung beeinflussen oder generell im Leben und manchmal finde ich da auch selber hin, die Auseinandersetzung mit Glaube hat irgendwie zu erfolgen, egal welchen. Bei Wissenschaft ist ja so, das ist jetzt mein Verständnis, das ist noch nicht super durchdacht. Die Erkenntnisgewinne von der Wissenschaft, die ich jetzt so kenne, und ich gebe zu, wenn es Richtung Theorie geht und multiple Universen und was war vor dem Urknall, da habe ich auch keine Ahnung mehr. Aber egal, ob ich mich jetzt mit der Wissenschaft auseinandersetze oder nicht, wenn ich vom Baum springe, falle ich auf meinen Boppes. Ja, also die Gravitation ist da, ob ich mich mit der auseinandersetzen möchte oder nicht. Und da wäre jetzt für mich so der Kernunterschied zwischen Glaube und Wissenschaft. Also wenn ich das jetzt mal so aktiv zuhörend mal zurückspiegeln darf, was ich glaube, ja, was du ausdrücken möchtest. Ich habe verstanden, dass du sagst, die Wissenschaft hat etwas so was Handfestes, so, ne? Also etwas, was ich begreifen kann, auf das ich mich immer zurückziehen kann. Und der Glaube hat etwas, dass sich diesem Anfassen so ein bisschen entzieht. Habe ich dich da richtig verstanden? In dem Sinne, dass ich als Person relevant bin, ja. Für die Wissenschaft ideal betrachtet. Wir wissen, ne, eurozentrisch und Co., es ist nicht ganz so. Aber für es ist egal, wer das Erkenntnis dann zum Schluss, wenn genügend Leute zusammenkommen, kommen wir dahin. Ja, dann wissen wir, was Gravitation ist. Gravitation. Genau. Wie schnell ist die? Wie schnell ist das Licht? Wir können das messen. Da gibt es Ungenauigkeiten. Aber wenn man das häufig genug macht, kommen wir alle irgendwie in die gleiche Richtung zum ähnlichen Schluss oder sogar zum identischen Schluss, je nach Wissenschaft. Und bei Glaube ist ja, ich als Person bin da viel relevanter und habe da auch eine aktive Rolle. Klar, ich als Wissenschaftler habe auch die aktive Rolle inne und sammle Erkenntnisse. Und das machen wir alle irgendwie im Alltag, immer. So kommen wir durch den Alltag.
Aber wenn ich aktiv zum wissenschaftlichen Erkenntnisschatz beitrage, trage ich dazu bei, dass die wissenschaftliche Community als Ganzes mit den ganzen internen Prozessen auch zu neuen oder ganz anderen Schlüssen kommen kann. Das passiert heutzutage ja nicht mehr ganz so bahnbrechend wie früher noch, als man dann doch irgendwann mal auch nachweisen konnte, dass die Erde keine Scheibe ist. Und damit ja ein Dogma quasi widerlegt hat, wenn ich die Geschichte jetzt richtig zusammenkriege. Und also da hat man irgendwie einen anderen Fokus durch seine Aktivitäten, durch sein Aktivsein, als bei der Religion. Oder beim Glauben, nicht bei der Religion, sondern beim Glauben. Die Aussage wäre dann, der Glaube ist so individuell, dass ich diesen Gruppenfortschritt nicht habe. Der ist auch gar nicht Fokus. Ja. Ne? Mhm. Okay. Bei der Wissenschaft versucht man ja irgendwie also der Erkenntnisgewinn bleibt ja bestehen, unabhängig von mir. Der Glaube bleibt bei mir. Weißt du? Mhm. Ja. Ich glaube, das liegt auch in wirklich auch in der Natur der Sache. Klar. Der Glaube ja per Definition etwas ist, was ich auf etwas beziehe. Zumindest ist das in meiner Vorstellung so. Und ich wäre zum Beispiel auch jemand, deswegen fand ich das gerade interessant, was der Jonathan vorgetragen hat über Spiritualität und über Schleiermacher und über die Taufgespräche, die er führt und die Vorwürfe, die er formuliert hat, bestimmten Personengruppen gegenüber, weil ich das nicht teilen kann, was er da sagt. Ich würde mich ebenfalls als evangelischen Christ bezeichnen, der glaubt. Und auf meinen Lebensweg, da kann ich das nicht verifizieren, was er sagt. Bei mir war das nämlich genau so, wie er beschreibt. Ich habe bis zur Konfirmation 0 und 0,0 gar nichts mit dem Glauben in Kontakt gehabt. Und bin trotzdem gläubig geworden. Und da mag ich eine Ausnahme sein, aber das zeigt mir auch, dass dieser kleine Tick, den er gesagt hat, der Glaube entzieht sich so ein bisschen unserem Einfluss, ob wir den haben oder nicht, kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits glaube ich auch, dass es ein Tick weit es braucht einen ersten Schritt, den muss man selber machen wollen. Wenn ich mit dem ganzen Ding nichts zu tun haben will, dann mache ich den Schritt gar nicht erst. Aber das ist auch okay. So. Und wenn ich so meine Fühler ausstrecke ins so, genau wie die Wissenschaft das auch macht, und nicht, wenn ich die Idee habe, hey, was passiert, wenn ich die rote und die grüne Flüssigkeit zusammenschütte, dann habe ich die Idee und dann mache ich das. Aber ich muss die Idee ja nicht haben, ich muss die beiden Sachen nicht, ich kann die auch einzeln trinken. Ja? Genauso ähnlich geht es mir mit meinem Glauben irgendwie. Und das ist wirklich das, was, also ich glaube, ich unterstütze das, Alex, was du gesagt hast. Es ist per Definition von sich heraus etwas, was ich auf etwas anderes beziehe. Und deswegen bleibt es sehr stark bei mir, aber hat gleichzeitig diesen Aspekt, dass andere Glaubenserfahrungen machen, die ähnlich sind mit meiner und doch wieder völlig anders. Und das macht die ganze Sache irgendwie spannend, weil ich verstehe mich mit dem Jonathan. Und ich kann mit dem Jonathan über die gleichen Dinge vom Glauben her sprechen. Und wir verstehen uns da auch, weil wir die gleichen Erfahrungen haben und dann wieder nicht, wie wir ja gerade festgestellt haben. Und das ist wirklich was, wo ich zugebe, dass das ein grundlegend anderer Ansatz ist, als das, was du gerade von Wissenschaft beschrieben hast. Und jetzt bin ich ein bisschen raus, weil Jonathan gerade antworten wollte, aber Sierra wollte auch noch irgendwie reingrätschen und ergänzen. Also sprecht euch mal ab irgendwie. Jonathan. Also ganz kurz, was den Erkenntnisgewinn angeht, hast du gerade, glaube ich, zwei Dinge durcheinander geschmissen. Denn also alles, was ihr hier seht, ist theologische Literatur, die Generationen vor mir aufgeschrieben haben und auch während der Zeit, während der ich lebe. Er will sagen, da unterscheiden sich Theologie als Wissenschaft vom Glauben und von der Kirche und von der Bibel.
unterscheidet sich da vom Glauben. Denn der Glaube ist immer etwas Individuelles. In meinem Fall als christlich-evangelischer Glaube ist es etwas, ich sagte es vorhin, in einem bestimmten Bekenntnis Normiertes und sich selbst Regeln gegeben Habendes. Aber sozusagen die theologischen Erkenntnisse, die sind ja auch generationenübergreifend, genauso wie es diese Dogmen und diese Normen, die sich der evangelisch-lutherische Glaube selber gibt, auch sind. Ich stehe ja in einer langen Tradition. Das ist das Witzige. Luther hat immer gesagt, zurück zu den Quellen. Und am Ende haben wir jetzt auch schon wieder 500 Jahre evangelische Tradition. Also so ganz einfach funktioniert es halt auch nicht. Wir machen ja auch Dinge so im religiösen Vollzug, weil man die seit 500 Jahren schon immer so gemacht hat. Da beißt sich die evangelische Katze immer ein bisschen in den Schwanz. Zumindest die lutherische, ja. Die Reformierte auch, die wird es noch nicht ganz so wahrhaben. Das ist richtig. Ja, ja. Aber also da ist sozusagen nochmal ein Unterschied zwischen Glaube und Wissenschaft zu machen. Aber natürlich ist Glaube immer etwas Individuelles, in dem Sinne, bin ich gläubig oder bin ich es nicht? Und was mein Glaube mir bedeutet, ist eben auch was anderes, als was dem Koali sein Glaube bedeutet. Das ist immer individuelle Auslegungssache tatsächlich. Und es ist eben eine Sache von, und da wären wir nochmal bei einer ersten Frage, von welchem Gegenstand hat eine Wissenschaft? Und unter anderem hat die Theologie als Gegenstand den Menschen, der eine Glaubenserfahrung macht. Und ist damit sozusagen eher, also deutlich mehr in den Geisteswissenschaften anzuordnen, wie ja auch, also wenn ich über Liebe spreche, dann ist das ja etwas, was von außen genauso schwer neutral zu beschreiben oder zu erfassen ist, wie wenn ich über Glauben spreche. Oder Hoffnung oder so. Also all diese ganzen großen Worte sind ja höchst individuelle Auslegungsgeschichten. Von daher ist da einfach der Gegenstand der Naturwissenschaften ein anderer als der Geisteswissenschaften. Denn auch die Philosophie beschäftigt sich ja mit so eher abstrakten gesellschaftlichen Konzepten. Also ein AfDler und ein Grüner haben ein ganz anderen Link im Kopf beim Thema Zusammenhalt. So. Und trotzdem benutzen sie beide dasselbe Wort. Und man kann untersuchen, warum sagt der eine das so und was meint er damit und was meint der andere damit. Ja, genau. Okay. Aber ich glaube, über den Den Punkt hatte Alex, glaube ich, auch verstanden, dass die Theologie als Wissenschaft schon diesen Mehrwert besitzt. Das ging ja wirklich nur um den Glauben, oder? Genau. Also, sorry, Sarah, wenn ich nochmal kurz reingrätsche. Der Titel ist ja Glaube versus Wissenschaft. Dass man dann anfängt, sich mit dem, was die Neugier weckt, näher auseinanderzusetzen, das niederzuschreiben, Theorien zu entwickeln, diese zu verifizieren. Ja, die Frage für mich war eher, wo ist denn da der Anknüpfpunkt? Und das hast du gerade nochmal schön zusammengefasst. Ne? Wir haben einfach bestimmte menschliche Aspekte, die wir auch verstehen wollen und über die wir uns austauschen wollen. Und die sind eben nicht ganz so klar zu definieren wie die Gravitation. Wobei da der ein oder andere Physiker, der zuhört, bestimmt auch sagen wird, ja, so klar ist das jetzt aber auch nicht. Ja. Sira. Ja, also ich kann das, ich habe mir jetzt so ein paar Notizen gemacht und bei mir auch auf meinen Notizen ist es gerade ein schöner ein Dreieck, eine Dreiecksbeziehung tatsächlich geworden. Die Trinität! Moment, halt, stopp. und zwar habe ich hier auf einer Ecke des Dreiecks stehen, einerseits die Theologie, die wir ja, wenn ich das festgehalten habe, auf jeden Fall eine wissenschaftliche Herangehensweise ist, dieses, ich sag mal wirklich, schriftengebundene Wissenschaft und Erkenntnisgewinn. Dann habe ich auf der anderen Ecke das menschliche Bedürfnis stehen nach, also quasi übernatürliches Erleben zu, also erstmal kategorisieren zu wollen, verbalisieren zu wollen. Und dieser Begriff Spiritualität, also für alles, was über das physische Erleben hinausgeht,
das gibt es ja. Und das gibt es ja auch unabhängig von unseren, von der Religion. Und das ist ja auch ganz oft, ich sag mal, das Grundbedürfnis für Religion und Glauben. Und dann habe ich hier noch stehen, Kirche im anderen Eck des Dreiecks. Und jetzt frage ich mich, also wenn Glaube, ich rücke diesen Begriff eher an Spiritualität heran, ja, wo hat die Kirche da ihren Platz? Also ich als Wissenschaftlerin sehe dieses Dreieck aus Kirche, Theologie und Spiritualität und frage mich, weil wenn die Theologie, brauchen wir die Kirche? Also warum überhaupt? Reicht das nicht auch? Wenn es im Idealfall, wir gehen jetzt mal vom idealisierten Evangelismus aus, ständiger Erkenntnisgewinn, ständige Reflexion und jetzt gehen wir auch mal vom Ideal aus, dass Erkenntnisgewinn direkt umgesetzt wird. Braucht man, also reicht es dann nicht auch, diese Spiritualität und die Theologie? Und warum brauchen wir diesen Mittler? Warum brauchen wir die Kirche? Also ich will dich nicht obsolet machen, Jonathan, in deinem Beruf, aber diese vermittelnde Rolle, kann das nicht auch, also natürlich müsste dann jeder Theologie studieren, um sich mit seiner Spiritualität auseinanderzusetzen. Warum? Und gerade wenn wir sagen, Kirche ist dieses normierte Spiritualität. Warum überhaupt Kirche? Warum schaffen wir den nicht ab und machen den Erkenntnisgewinn mit unserem spirituellen Erleben im direkten Einklang miteinander aus? Du schneidest gerade ein ganz, ganz, ganz tiefes Fass an, indem du den Kirchenbegriff jetzt nochmal reinsprudeln lässt. Der sehr wichtigste Jonathan wedelt schon die ganze Zeit mit der Hand. Ich hoffe, ich darf da ein bisschen auch nochmal dazwischen mal ein bisschen einordnen und vielleicht auch reduzierend irgendwie, weil ich gucke auf die Uhren, wir sind gerade schon ziemlich lange dran, ein bisschen eingreifen. Eine Sache kurz, bevor der Jonathan was zur Kirche sagt. Alleine das, was du jetzt gerade formuliert hast mit der Kirche und dem Dreieck, was du gesagt hast, war schon eine Betrachtungsweise der Problematik Kirche. Deswegen hat die Kirche ja auch in der Theologie wieder ihren Platz, weil selbst dieser Begriff Kirche ist definierungswürdig. Die Kirche ist was im Katholizismus, ist was anderes als die Kirche im Protestantismus. Und du hast dich ja eben vorgestellt, ganz am Anfang, du kommst eher aus der katholischen Tradition, hast du gesagt. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist genau, das passt zu deiner Prägung. Du hast die Kirche als Mittler zwischen der Theologie und der Spiritualität, wird beschrieben. Und das ist katholisch. Das ist tiefst katholisches Denken. Das wusste ich nicht, aber das ist auch schön für mich zu erkennen. Danke deswegen sehr. Sage ich das. Und ein evangelischer Mensch würde sagen, nein, die Kirche ist kein Mittler, sondern, Jonathan? Kirche ist Gemeinschaft der Gläubigen, also die Gemeinschaft derer, die sich selbst diese Normierung gegeben hat. Die kommt nicht von oben, sondern es ist bottom-up gedacht. Also verschiedene Leute haben sich auf diese Regeln verständigt, weil sie fanden, das ist gut. Weil, und jetzt will ich versuchen, deine Frage zu beantworten, es in der Bibel immer um ein Kollektiv geht. Christlicher Glaube ist auch etwas fürs stille Kämmerlein. Jesus sagt das selbst. Aber es geht im Kern nie um einen Menschen, sondern immer um alle. Das Christentum ist an sich eine Gemeinschaftsreligion und funktioniert nicht alleine. Es gibt Dinge, die kann man sich nicht selber sagen. Die muss man gesagt bekommen. Wenn man den Satz, ich liebe dich, von einem Gegenüber hört, ist es was ganz anderes, als wenn man sich den morgens vorm Spiegel sagt. Genau. Also so würde ich das Dreieck wahrscheinlich lassen, was du gemalt hast. Und würde haben Theologie als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Problematik oder mit dem gläubigen Menschen, würde die Spiritualität haben als
diesen, was hat der Jonathan oder was hat Jonathan im Sinne von Schleiermacher formuliert, der Drang zur Unendlichkeit, das Gespür für das Unendliche, das Wissen wollen über das Unendliche, das Erfahren des Unendlichen. Und die Kirche wäre in meinem Dreieck das, wo ich mich über die anderen beiden Sachen mit anderen Menschen austauschen kann. Wo ich das erleben kann, wo ich die Spiritualität praktizieren kann und erfahrbar mache in der Reflexion anderer Sichtweisen, die dann wieder auf mich zurückfließen. Die Auseinandersetzung, das Gegenüber, was der Jonathan gerade schon gesagt hat, ist eine so bereichernde Sache, dass ich sie nicht rauskürzen möchte. So sehr ich meine Kirche kritisiere, in all ihrer Sturheit und Komischheit, die sie leider ist, aber ich möchte Gemeinschaft nicht missen. Und da hat eine Kirche auch wieder so ein, also Religion, Kirche, wieder so einen politischen Aspekt und so einen menschlichen Aspekt. Da menschelt es ganz stark, weil das, ich glaube, wir alle Menschen sind Herdentiere und müssen uns da irgendwie zusammenschließen. Ja, Jonathan. Erstens, Amen, Bruder. Das kann ich alles so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Das andere ist nochmal zum Unterschied von Glauben und Wissenschaft. Wissenschaft fragt immer, woher oder warum Dinge so sind, wie sie sind. Warum fällt mir der Apfel auf den Kopf, wenn ich zufällig in dem Augenblick, wo er runterfällt, unterm Apfelbaum stehe, warum tut das weh? Warum tut es nicht weh, wenn ich in die Luft haue? Aber warum tut es weh, wenn ich mir den Fuß am Stein stoße oder die Treppe runterfalle? Der Glaube stellt die Frage, wozu wir da sind. Also, was macht das Leben? Warum sind wir da? Wozu? Wie können wir gut miteinander leben? Und was ist eigentlich die Bestimmung des Menschen? Und das ist eine Frage, also der Naturwissenschaftler würde sagen, der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. So hat es Casper formuliert in irgendeinem Song. Das könnte ich überhaupt nicht unterschreiben. Und das ist sozusagen der Sicht des Glaubens gemachte kategoriale Unterschied, dass die Fragerichtung des Glaubens eine andere ist als die der Wissenschaft. Und in welchem Glauben man das jetzt beantwortet oder sich diese Frage stellt, das ist der Unterschied. Also jemand, der Protestant ist, wird es anders beantworten als jemand, der Jude ist oder Muslim oder Buddhist. Oder so. Da sind die jeweiligen religiösen Systeme, geben da andere Antwortversuche oder Hinweise und rufen auch andere Ziele aus. Und das macht es so spannend und so schwer. Und aber da ist sozusagen die Fragerichtung eine andere. Das ist mir gerade nochmal als wichtiger Gedanke gekommen, dass sozusagen die Religion eine Sinnfrage stellt und nicht eine Sachfrage. Also ist auch vielleicht dieses Wort Religion gegen Wissenschaft, also dieses Wort gegen, das ist dann ja obsolet, weil richtig, gegen ja. Heißt ja, dass es auf einer Ebene passieren müsste. Ja. In einer, also jetzt ist es wieder schön, ne? Physik, man hat einen Vektor und diese Vektoren müssten ja gegeneinander, also in unterschiedliche Richtungen zeigen, damit man überhaupt ein Wort wie gegen benutzen dürfte. Aber wenn sie sich in anderen Räumen bewegen, dann gibt es doch kein Gegen. Ja, oder vielleicht sind sie auch parallel oder überschneidend. Das ist dann wieder eine Sache der Wissenschaft oder des Glaubens, das herauszukitzeln, wo sind die Vektoren gerade unterwegs? Wo sind meine Vektoren unterwegs? Aber du hast es genau schön zusammengefasst für so ein Ende von so einer Diskussionsrunde.
Die Fragestellung ist falsch, Alex. Das habe ich schon häufiger heute Abend festgestellt, ja. Aber auch das ist Teil der Wissenschaft, ne? Die richtige Frage finden. Und vermutlich auch beim Glauben, weil das hat ja Jonathan auch gerade nochmal hervorgehoben. Beziehungsweise die Frage allein wird schon beeinflusst, wie die Antwort lauten wird. Und wie wir bei Sierra gesehen haben, unsere kulturelle Prägung und unsere Erkenntnisse, die wir in unserem Leben gewinnen, die prägt auch, wie wir die Fragen stellen und was wir für Antworten erwarten. Und selbst nach Reflexion, welche Schlüsse wir aus Erkenntnisgewinn ziehen. Und das, ich finde das ultra spannend und ich bin das total dankbar für, dass wir in dieser Runde so darüber reden können. Weil ich weiß nicht, für den neutralen Zuschauer nach draußen mag es vielleicht auch ein bisschen Werbung für evangelische Kirche gerade geklungen haben, weil Jonathan und ich da nun mal drin sind. So ist es nicht gemeint, Leute, es gibt, fühlt euch da nicht gebasht oder so, wenn ihr irgendwie Katholik oder Osten. Nein, wir sollten, seid. Die Leute sollten sich eingeladen fühlen, wenn sie einer komplett anderen Religion angehören, dürfen sie gerne auch mit uns zu diskutieren. Genau, also falls ihr da nochmal sagt, irgendwie, ich möchte nochmal irgendwie meine Religion vielleicht auch nochmal irgendwie nochmal in dieses Konstrukt nochmal einbringen, dann meldet euch gerne bei uns, dann reden wir da nochmal einfach drüber. Das ist kein Ding. Also gerne, ich bin immer für Erkenntnis gewinnen. Ich glaube, die anderen auch. Wir reden super lange jetzt schon und deswegen für unsere traditionelle Abschlussfrage, die wir in unserem Podcast haben, bitte ich vielleicht dann um ein kurzes Statement, denn die traditionelle Abschlussfrage, Sierra, weiß nicht, ob du das auch schon weißt, wir haben am Ende immer eine Frage, was hat das Ganze, was wir jetzt diskutiert haben, denn fürs Rollenspiel zu bedeuten? Du musst auch nicht anfangen, weil als Gast hast du natürlich den Luxus, zuerst zu hören, was wir dazu sagen. Und, wie wäre es mit einfach so ein Schlaglicht darauf, wo Religion und Wissenschaft in einem Rollenspiel-Setting Hand in Hand gehen? Ja, sag doch mal, Zeitiger. Da habe ich natürlich mit Coriolis immer die Joker-Karte, die ich mir in der Rückhand habe, wenn es einfach heißt, der Orden des Paria hat generell so große Archive und sammelt immer noch das verlorene Wissen am dritten Horizont wieder ein, dass das immer ein sehr guter Ort ist, hinzugehen, um Erkenntnis zu erlangen, auch wenn das eine sehr zutiefst religiöse Fanatiker-Gruppierung eigentlich am dritten Horizont ist. Aber die Fraktionen sind ja alle grau, deswegen ist das auch okay. Alex, wo ist denn für dich der Erkenntnisgewinn aus der heutigen Session vom Thema Rollenspiel? Ganz, ganz dringend natürlich, die richtigen Fragen zu stellen. oder auch, also ich versuche das immer so aus dem Motivationsblickwinkel dann mitzunehmen, für die Geschichte, für die Charakterentwicklung, gerade die eher theologische Fragestellung, wozu? Ne? Warum machen wir das? Ist für mich auch viel relevanter geworden, je länger ich das Hobby schon betreibe und je älter ich geworden bin, generell, als was kann ich eigentlich, was erlaubt mir mein Charakterbogen zu tun? Und dein und Gott. Wie könnte ich dann, ja, genau. Und wie könnte ich da noch das System austricksen? Das klingt für mich sogar ein bisschen wissenschaftlicher Herangehensweise als das, was ich mittlerweile betreibe. Und ja, diesen Blickwinkel, den finde ich immer wieder bereichernd. Jonathan. Ja, vielleicht daran so ein bisschen anschließend, dass man guckt, wo habe ich eigentlich ein sehr großes Stereotyp im Kopf, was ich vielleicht mal erweitern kann. So, weil mir geht's, ich bin gerade total geflasht von dem, was du, Sierra, gesagt hast mit den Vektoren. Weil das, um sozusagen dieselbe Problematik zu beschreiben, eine völlig, mir völlig fremde Sprache war und ein völlig fremdes System, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, aber es klang total sinnvoll. Und da dachte ich, wie cool ist das? Also so ein Moment, eine Erkenntnis, wo ich dachte, yay, wie cool ist das? Und vielleicht darauf beim Rollenspielen mal zu gucken, was ist eigentlich, was von dem, was ich spiele, ist eigentlich Stereotyp? Und was ist eher erfahrungsbezogen und gesättigt und jenseits von dem, was ich schon immer gedacht habe?
wo wir alle natürlich jetzt brandheiß wissen wollen, was Sierra dazu zu sagen hat. Kurz mein Einschub. Ich würde das Thema auf den Glauben in der Rollenspielszene ein bisschen sagen, denn es gibt da draußen in der Community strikten Glauben an bestimmte Systeme. Das System ist das Beste. Das ist fast schon es hat schon fast religiöse Züge teilweise. Und ich möchte bitte dafür werben, dass ihr offen seid für die Glaubens- und religiösen Aspekte anderer Menschen da draußen und dass ihr sie feiert für das, die Erkenntnis und den Glauben, den sie gewonnen haben. Und Gemeinschaft bildet mit ihnen und ins Gespräch kommt. Ja, was hat das Ganze mit Rollenspiel zu tun oder vielleicht auch mit meinem Rollenspiel, mit meinem Pen und Paper Rollenspiel ist, ich glaube, ich hätte jetzt noch mehr Spaß daran, einen Charakter zu verkörpern, der irgendwie, also der gläubig ist und ich sag mal eher Theologie betreibt, das heißt Erkenntnisgewinn erhalten möchte. Und gerade wenn ich an Systeme wie DSA denke, wo Götter wirken ja unwiderruflich vorhanden ist und auch multiple Götter, also 12 sind es, glaube ich, in DSA. Was muss das für einen Charakter, der theologisch an die Schriften herangeht und dann dieses Götterwirken vor der Nase hat, denn für ein einerseits ein Fest sein, da theologisch, wissenschaftlich herangehen zu können und das plötzlich als einordnen zu können, also quasi im göttlichen Geschehen mittendrin zu sein, wo es auch Wunder gibt und ganz abgefahrene Sachen natürlich. Aber wie schwierig muss das sein, da seinem Gott auch treu zu bleiben oder nicht alle 3 Wochen seinen Glauben komplett über den Haufen zu werfen, weil es halt wieder mal neue Erkenntnisse gab. Gut, ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für den geilen Talk. Ich glaube, das ist nicht umsonst unsere längste Folge. Ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Wenn ihr Ergänzungen, Fragen und Anregungen habt, immer her damit. Und wenn ihr mitmachen wollt, nochmal zu einem ähnlichen Thema oder vielleicht zum gleichen Thema, schreibt uns und wir laden euch ein. Die Sierra hat auch irgendwann mal gesagt, hier, ich möchte dazu was, dazu mal diskutieren und zack, ist sie da. Und so kann es euch auch gehen. Ich hoffe, du hast dich hier auch wohlgefühlt bei uns. Ja, total. Vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. Das hat wirklich Spaß gemacht und auch für mich viel Erkenntnisgewinn dabei gehabt. Ja, so soll es doch sein. Jo, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und guckt mal, wo ihr euer Dreieck malt und was da drauf steht. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.